Mahlzeit, Freunde. Sorry für den Doppel-Upload. Ich habe den Ventilator an, deswegen ist das vielleicht ein bisschen so rauschig im Hintergrund. Das ist ein Nachtrag für die Müllermilch-Challenge. Macht es nett. Macht es nett, Alter. Ich war eben auf dem Klo. Ich habe den Durchfall meines Lebens. Ja, ich war gebeugt über der Badewanne und habe mich übergeben. Das war wie so ein riesig, das war so ein breiter Strahl, der aus meinem Mund rauskam. Und während ich gekotzt habe, hat das irgendwie Druck aufgebaut an meinem Anus. Ich habe das komplette Bad verkackt, Alter. Ja, das ist nicht witzig. Ja, ich hab mega Spritsch. Es kam aus mir raus. Es ist einfach rausgelaufen. Ich musste mich auch nackt ausziehen, weil meine ganzen Klamotten waren eingesaut. Ja, und dann habe ich mich mit der Duschbrause abgewaschen. Das ist... Junge. Das ist nicht mehr schön. Ja, hier. Das ist wirklich nicht mehr schön. Das ist nicht schön. Glaubt mir, Freunde, ich habe so Durchfall. Ich hab gekotzt. Die Scheiße kam aus mir rausgelaufen. Ich konnte nichts dagegen machen. Es ist einfach rausgelaufen. Es ist einfach aus mir rausgelaufen. Ich wusste nicht, dass es kommt. Normalerweise, wenn man kacken muss, dann kündigt sich das ja vorher an. Ich musste mich über die Badewanne legen, hab gekotzt und während ich gekotzt habe, ist es aus mir hinten rausgelaufen. Unter der Spüle bei mir im Badezimmer, also unter dem Waschbecken, steht ein Katzenklo. Das komplette Katzenklo, da ist voller Durchfall jetzt. Da, ich finde das witzig. Ich feiere das auch gerade extrem, weil das so meine erste Kotz- und Scheißerfahrung ist. So gleichzeitig Kotzen und Scheißen. Ja, ich feiere das gerade echt, aber ich habe jetzt auch keine Schmerzen mehr. Also ich hatte ultra Bauchschmerzen und als ich dann jetzt mich übergeben habe und das Erbrochene aus mir rausgefallen ist, mit dem Durchfall, jetzt geht es mir wieder voll gut. Es geht mir gut. Ich denke so ab 17 Uhr werde ich den Stream dann anhauen. Bis ungefähr 21 Uhr, weil ich heute Abend um 10 habe ich noch einen Termin. Da gehe ich schon ein bisschen weg, ja, ein bisschen raus, aber... Freunde, das war die erste schmutzige Erfahrung, die ich hatte, die wirklich beide Ausgänge betroffen hat, gleichzeitig. Das war der Hammer. Ja, aber glaubt mir, Leute, macht das nicht mit der Müllermilch. Ihr könnt ein oder zwei exen, aber dann würde ich aufhören. Im Echt, jetzt mal, nee, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Ich bin wirklich am Ende. Das war keine gute Idee. Ich habe jetzt alles rausgelassen. Also ich habe jetzt keine Müllermilch mehr in mir. Ich habe alles rausgekotzt. Die ganze Badewanne. Ich hab locker so viel in die Badewanne rein erbrochen. Ich meine, da war ja noch Rockstar dabei. Da war Magensäure mit dabei. Da waren ein paar Brocken Essen. Ich weiß gar nicht. Da war, glaube ich, die Tortelline, die ich vorher gegessen habe, die war da auch mit dabei. Und ja, das war ultra... Junge, ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Also, ja... Ach, das sind jetzt die Folgen. Ihr dürft das nicht machen, Freunde. Das ist wirklich ganz arg gefährlich. Macht es nicht. Macht es wirklich nicht. Ja, genießt Müllermilch. Hört auf, den Scheiß zu exen. Das ist wirklich sehr, sehr schädlich. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Ja, Freunde. Macht's gut. Euer Excel.